Ja, sehr geehrter Herr Nürnberger, ganz herzlichen Dank für diese fulminanten und sehr persönlichen Worte zu Ehren unserer Preisträger. Ich kann den markanten Daten noch ein weiteres hinzufügen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der heutige 18. März ist auch der 39. Todestag von Erich Fromm. Lieber Jurykollege Bernhard Herrmann, vielen Dank für die freundliche und geistreiche Begrüßung. Ich muss Ihnen verraten, Bernhard Herrmann hat den Vorschlag gemacht, die Röders und Pulse of Europe auszuzeichnen. Und wir bedauern es sehr, dass er angekündigt hat, dass er sich jetzt demnächst aus unserer Jury zurückziehen will. Ich danke ihm für die vielen gemeinsamen Jahre und hoffe, wir haben sehr bald schon eine, in diesem Fall, weibliche Nachfolge für ihn. Meine Damen und Herren, wir kommen schon zur Preisverleihung. Wir haben, wie Sie wissen, im letzten Jahr einen Soziologen ausgezeichnet, Hartmut Rosa, der in seiner wissenschaftlichen Arbeit an die des Sozialpsychologen Erich Fromm anknüpft. Wir zeichnen in diesem Jahr Menschen aus, die einen wichtigen gesellschaftspolitischen Impuls ausgelöst haben, wie Sie gehört haben, und mit vielen anderen zusammen, die diesen Impuls aufgenommen haben, in deutschen und europäischen Städten eine unabhängige Bürgerbewegung für ein demokratisches, rechtsstaatliches und besseres Europa ins Leben gerufen haben, um, Zitat von Ihrer Homepage, mit positiver Energie, die den negativen Tendenzen entgegenwirken, etwas zu verändern. Das, meine Damen und Herren, ist, davon sind wir als Jury überzeugt, ganz im Sinne von Erich Fromm, der ja selbst in den 50er und 60er Jahren viele Jahre sehr engagiert war in der amerikanischen Friedens- und Anti-Atom-Bewegung und darüber hinaus. Wir haben schon etwas davon gehört, dass der Sozialpsychologe Erich Fromm sehr viel sich mit dem Thema des Narzissmus und vor allem des Gruppennarzissmus in verschiedenen Büchern auseinandergesetzt hat. Und das spielt einen wesentlichen Grund, Bernhard Herrmann hat es schon angesprochen, warum wir gesagt haben, die Röders haben ja auch einen Nerv getroffen. Was passiert denn da eigentlich, wenn man andere abwertet, um sich selbst aufzuwerten? Das ist der eine Grund, warum wir gesehen haben, dass hier etwas Wichtiges passiert, wenn man dem Negativen, dem Abwertenden etwas Positives entgegensetzt. Das andere ist aber natürlich auch, dass Erich Fromm schon sehr früh, und zwar im Jahr 1961, sich Gedanken gemacht hat über die Zukunft Europas, also noch nicht sehr lange nach dem Zweiten Weltkrieg, und geschrieben hat, ich zitiere, Europa könnte wieder zu einer großartigen Macht aufblühen, vorausgesetzt, es wäre ein vereinigtes Europa. Diese neue Entwicklung scheint in vielerlei Hinsicht wünschenswert zu sein. Und 45 Jahre später, meine Damen und Herren, hat der amerikanische Soziologe Jeremy Rifkin das aufgegriffen und in seinem Buch »Der europäische Traum« festgestellt, ich zitiere Rifkin, »Der europäische Traum stellt Gemeinschaftsbeziehungen über individuelle Autonomie, kulturelle Vielfalt über Assimilation, Lebensqualität über die Anhäufung von Reichtum, nachhaltige Entwicklung über unbegrenztes materielles Wachstum, spielerische Entfaltung über ständige Plackerei, universelle Menschenrechte und die Rechte der Natur über Eigentumsrechte und globale Zusammenarbeit über einseitige Machtausübung. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Pulse of Europe steht nach unserer Überzeugung für eine Überwindung gefährlicher gruppennarzisstischer Tendenzen und für Konfliktlösungen im Miteinander statt im Gegeneinander. Die Europäische Union, aber eben auch, und das ist auch wichtig, eine bessere Europäische Union, für die Sie sich einsetzen, eine bessere als die jetzt schon heute schon verwirklichte, die entspricht ganz und gar Erich Fromms Vision einer besseren Welt. Frau Röder, Herr Röder, ich darf Sie jetzt beide zur Urkundenverleihung auf die Bühne bitten. So. Jetzt sehen Sie sie mal besser. Wir gehen mal so ein bisschen näher ran, dann hören die Leute. Ich verlese Ihnen noch den Text der Urkunde, meine Damen und Herren. Für Ihr gesellschaftspolitisches Engagement im Geiste von Erich Fromm
zeichnet die internationale Erich-Fromm-Gesellschaft Dr. Daniel und Sabine Röder und die von ihnen begründete Bürgerbewegung Pulse of Europe mit dem Erich-Fromm-Preis 2019 aus. Mit dem Preis werden Personen ausgezeichnet, die mit ihrem Engagement Hervorragendes für den Erhalt oder die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns im Sinne Erich Fromms geleistet haben bzw. leisten. Das gesellschaftspolitische Engagement von Sabine und Daniel Röder und aller Pulse of Europe Aktiven entspricht dieser Zielsetzung in hohem Maße. Die von Sabine und Daniel Röder begründete überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative Pulse of Europe will nach eigener Aussage einen Beitrag dazu leisten, dass es auch in Zukunft ein vereintes, demokratisches Europa gibt. Ein Europa, in dem die Achtung der Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlagen des Gemeinwesens sind. Zitat Ende. Pulse of Europe steht für das Bekenntnis zu einem solidarischen Miteinander in Europa und nimmt Stellung gegen nationalistische und gruppennarzisstische Tendenzen, die den anderen zum Bedroher machen, um sich selbst wertvoll erleben zu können. Darüber hinaus setzt sich Pulse of Europe für eine bessere Europäische Union als die heute schon verwirklichte ein. Für Erich Fromm zählte nicht, was die Menschen trennt, sondern was sie verbindet. Pulse of Europe teilt diese Vision Erich Fromms von einer besseren Welt. Stuttgart, Hospitalhof, den 18. März 2019, Jürgen Hadeck und Rainer Funk für die Jury. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Ihnen zu danken. So, machen wir das mal auf. Ich glaube, wir müssen noch ein Foto machen dafür. Bitte, sagen Sie. Kommt doch mal ihr anderen Aktivisten mit dazu. Ich weiß ja, irgendwie aus Stuttgart, aus Baden-Baden, Fulda sind doch Leute hier. Kommt doch mal mit dazu. Das ist ja unser gemeinsamer Preis. Wunderbar. Das gibt ein schönes Bild. So, vielen Dank fürs Erste. Es geht in die Pause. In einer halben Stunde geht es weiter.